So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Black Skylands. Ich habe da mal einen Weg gefunden. Es war schwer hierher zu kommen. Ich wurde die ganze Zeit von irgendwelchen Luftsoldaten angegriffen. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich die vielleicht von hinten ändern kann. Na, was mache ich denn? So schon mal nicht, okay. Na komm, greif mich an. Ich weiß doch, dass du es willst. Da könnte ich auch auf den Revolver wechseln. Nee, bringt gar nichts, okay. Irgendwie ist das Sturmgewehr doch am besten gedacht dafür. So. Das ist jetzt erstmal eine Pause. Okay, wo ist er hin? Nee, du hast mich wohl nicht gesehen. Hau ab, du! Du kleines Stück Mist. Boah, ich treffe ihn nicht. So. Okay. Das war jetzt nicht so genial. So, ganz leise. Psch, 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 psch. Was ist denn das schon wieder für eine Falle hier? Wow. Okay. Ihr habt das Zeug selber aufgestellt, Leute. Ich kann nichts dafür. Toll. Wie komme ich denn da ran? Ach, Mist. So, Luma, vielen Dank. Oh, nee, jetzt hänge ich an der nächsten Stelle fest. Oh, das ist ärgerlich hier. Ich habe das Gefühl, es ruckelt noch manchmal etwas. Aber da müssen wir drüber hinwegstehen. Es ist halt noch eine Early, aber es macht trotzdem unheimlich Spaß. Ach so, ist das gedacht, okay. Warte mal, wir können doch eigentlich auch ein Scharfschützengewehr nehmen, warte mal. Oh, ich habe das eh, ne, verdammt. Es hält auch sehr ruhig, muss ich sagen. Na. So, das nehmen wir mal mit. Vielen Dank dafür. Ja. Oh, Scharfschütze. Hin. Okay. Noch eine Kiste. Okay, das war der letzte Brief. Die Nummer 13. Nein, 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 nein. Dreh dich um. Boah.
ernsthaft? Hey, das ist ein bisschen leicht. Aua, aua, aua. Der hat durch mein Schild durchgeschossen. Diese dumme Sau. Langsam wirklich Zustände, ey. Och, ist das alles weit weg? Ah. Ja, natürlich. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh, und jetzt gehen wir hier eine Runde tanzen. Jawohl. Au. Kommt da jetzt noch hin? Ist nicht wahr. Ach, zwei noch. Oh, okay. Geht weg. Geht weg. Oh, da kommt noch einer raus. Na klar. Oh, ich muss die Kisten wegmachen. Die werden mir noch den Hals brechen hier. So, ja, aber irgendwo eine Modkiste. Ach hier. Rein, rufen wir die Falkenmutter. Jawoll, sie hat ihr Ei wieder. So, hier geht's weiter. Och nee, Allah. Weg. Oh, schon wieder Gold. Ja, Mann. Warum kriege ich keine Stromgewehrmunition? Überlaufen? Nee, ne, das ist nur so ein. Okay. Komme ich nicht weiter. Das ist ganz schön groß. Und hier verstehe ich auch nie, warum das nicht blau wird. Oh nee, ich muss wieder einen riesen Umweg fliegen. Das nehme ich noch mal mit. Okay, dann kann ich nur hoffen, dass jetzt nicht allzu viele Schiffe kommen. Okay, hier weiche ich mal gekonnt aus.
Güte, die bunkern aber das Gold hier. Na, so leid, wie es mir tut, aber ich kann dir echt nicht helfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, lassen wir mal durch hier. So, geh mal weg. Geh hoch. So, das war jetzt nicht so gekonnt, aber hey, soll's. Ach, welcher ist denn das jetzt? Der hier? Das sah schon mal gut aus. Also laut dem Symbol hier müssen wir fertig sein. Die Dinger verstehe ich gar nicht. Dreieckkreis X. Ich habe nirgendwo Dreieck. Kreis und X. Gefährlich. Das ist nicht wahr. Was ist jetzt? Jetzt ist die Musik auf einmal so ruhig. Haben wir sie alle besiegt oder was? Okay, wieder tanzen. Hallo. Ja, es tut mir leid, aber ihr habt die Fallen aufgestellt. Ich muss dran sterben. Ganz einfach. Eine Notiz. Als Gegenleistung für den Wein der Lieferanten verrieten die Unzianer, warum ihre Meinung nach Aspia und Unznia gespalten wurde. Der Teufel soll diese Aspianer holen. Sie können nicht einmal zwischen einer Schraube und einer Mutter unterscheiden. Sie erstickten unsere Genialität im Keim und hatten einfach nur unglaubliche Angst vor Veränderungen. Soll man schon von einem Volk erwarten, das eine Wolke für eine Himmelwahl hielt? Was anschließend folgt, wurde zensiert. Ich habe bezüglich der Quellen so meine Zweifel. Die Luft ist rein. Kehre zum Nest zurück. Okay, anscheinend gab es nur 3 Eier. Reicht ja auch zu. Hier ist Rotholz. Echt, echt. Oh, oh, oh. Granate? Hilfe und so? Der hat mich noch nicht mitbekommen. Ah, oh, hier ist nichts. Feuerturm. Ja,
mal her hier. Wozu habe ich denn diesen Turm hier hingestellt? Ihr Pfeifen. Oh, jetzt kommen sie hier wieder? Nee, kommen sie nicht. Okay. Ich glaube, das war's. Aber was ist das? Werkzeuge, okay. Komm, die Werkzeuge holen wir uns noch. Das war knapp. Das Tor wurde mit dem Schlüssel der Holzfäller verschlossen. Ich muss die Einheimischen danach fragen. Oh, na toll. Ernsthaft? Oh, Eva, das ist doof. Entschuldigung. Okay, ich dachte, jetzt fliegt alles in die Luft, aber nein. Huch. Alle Eier sind in Sicherheit. Oh, eine Frage. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Eva. Ich gehöre zu den Versorgern. Du siehst nicht aus wie eine Versorgerin. Wir würden lieber fliehen oder uns ergeben, als zu kämpfen. Aber im Moment braucht das Bier wohl Menschen wie dich. Wie es scheint. Ich hasse Gewalt. Ich will nicht mehr wissen, wie du das angestellt hast. Die Falkenmutter wird dich jetzt zu Rhoda bringen. Ich hoffe bloß, dass sie unterwegs nicht abgeschossen wird. Nähere dich einfach dem Nest und pfeife. Oh, ist das cool. Oh, ist das geil. Wir können die Falkenmutter nutzen. Okay, das ist mega cool. Munition ist aufgefüllt. Aber das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Also dann, macht's gut, ich wünsche euch was. Bis dahin. Bye, bye.